Ich denke mal, in dieser Folge werden wir das Ding jetzt hier fertig bauen. Die Geschwindigkeiten hier sind 50, okay. Haben wir das 50er Gleis hier. 50. 50. Komme ich jetzt irgendwie hier so rüber? Geht sogar, gucken wir mal. Kriegen wir hier Kreuzungsweichen rein? Mal weg hier. Ach komm, gerade ein Autosave. Okay. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja, alles klar. Ja. Jetzt bauen wir gerade ohne Strom die Gleise. Ich weiß. Ich weiß. Schuki hätte auch schon mal warnen können, ne? Das Gleis nehmen wir hier wieder weg. Das braucht da kein Schwein, ne? Nein. Bisschen dekorieren kann man später noch mal machen. Speichern, ja? Ja. Oh, da kann man sich ja stundenlang mal aufhalten. Jetzt sind wir schon 2 Stunden 18 hier dabei. Jetzt ist die letzte halbe Stunde. Ja, du, das schön machen, Vater, das dauert halt seine Zeit. Ja, Ja, willst du auch ordentlich haben. willst du deine Gleissperrsignale wieder haben, ne? Ja. So. Komm ich an die Pumpe. So, ich denke mal, wir könnten eine neue Linie machen. Die nehmen wir mal RE4, wa? Was meinst Ja. du? In rosa. Boah, oder noch gar nicht. Ja. Das ist jetzt die RE4. Und die fährt von Schöning. Hier nach St. Veit. Klingt so österreichisch. Fährt dahin. Nach dahin. Das ist Personenbahnhof. Dahin. Und fährt von da wieder zurück. Hält in genau. Und fertig. Jetzt müssen wir ihm hier nur sagen. Linie. RE4 soll er anzeigen. Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg soll er an Terminal 1 halten. Würde ich sagen, an Terminal 1. Dann sagt er, kann ich. Oh, toll, super. Kann ich alle verbinden? Warum nicht? Halt! Linienmanager. Er kann nicht alle verbinden. Zwei, er kann doch hier weiterfahren. Er kann doch hier auf A2 hier doch weiterfahren, oder? Wo hat er jetzt sein Problem? Wir geben ihm jetzt mal einen Wegpunkt. Halt für Verschub. Und nach hier. Ah, das ist gar kein Wegpunkt. Ist gar kein Wegpunkt. Okay. Das ist kein Wegpunkt. Gut. Dann nehmen wir den übrigen hier. Jetzt geht's. Ja, ich weiß nicht warum.
Aber jetzt geht's. Da braten wir noch einen Storch, oder? Ja. So, und die Strecke fahren wir jetzt mal. Jetzt war landschaftlich noch nicht groß ausgebaut. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Wir müssen dieses Depot nehmen. Züge kaufen. Eins, glaube ich, zwei Züge reichen, ne? Ja. Auf der Strecke. So groß ist ja die Strecke gar nicht. Züge kaufen. Was haben wir denn so? Ein Dieselloks. Habe ich schon irgendwas Tolles? Wollen wir einen Nohab nehmen? Können wir machen. Oder wollen wir eine V200 nehmen? Mhm. 140. Wir nehmen die V200. Mhm. Die kaufen mal. Einmal kaufen. Passagierwagen. Haben wir irgendwas Neues schon hier? Wir haben Silberlinge. Ja, können wir die nochmal nehmen. Durchgangswagen, sowas nehmen wir hier, oder? Mhm. Kaufen, kaufen, kaufen. Ein 3-Wagen-Zug, ein 4-Wagen-Zug. 4. Den doppeln wir uns, den kopieren wir uns. Linie zuweisen, das war jetzt RE4, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir hier wieder auch weiter. Jetzt kommt der alte AE hier noch an. Wo kommt er denn? Oh ja, hat ja einen harten Gleiswechsel, aber gut. Da muss ich aber langsam fahren. Der wechselt erst da, dann fährt er darüber. Das denn? Das muss mal einer erzählen, warum das so ist. Oh, wir kriegen eine ganze Menge neu. Die Lollo haben wir. Komm jetzt mit ein. Oh, ein Flieger auch noch. E50 haben wir. Gucken wir das gute Stück hier mal an. Eine schöne V200. Machen wir verrückbar. So, fahren jetzt hier mal mit. Mit der Regel hier dann Wegpunkte, wo man lang gefahren hat. An. Ich weiß nicht, man kann sich schon entspannen hierbei, ne? Siehst du den Stellwerk braucht man noch im Tank-Dingbums da, ne? Schalten wir runter, wunderbar. Das ist der reine Dieselteil hier. Ja, wir fahren hier auf einer Linienseite, merkt ihr? Das ist einspurig hier. Er hat nicht gewechselt, da müssen wir uns gleich nochmal gucken, woran das liegt. Da wird die Zeit auch schon rum sein. Also guckt sich über eine Brücke. Eine alte Brücke, geht nicht schneller. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir in Karlsruhe reinfahren. Der ist wie mein Gast. Hier ist alter Ford 200. Mhm.
meiner Kindheit war im Braunschweiger Hauptbahnhof mal 100 Jahre Deutsche Bundesbahn. Da konnte ich nicht mal in der 103 mal durchgelaufen. Der Schnellverlauf. Irre. Aber komm mal Erinnerungen dran. Also hier ist irgendwo ein Fehler drin. Die müssen wir gleich mal aussortieren. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, schön wieder abbremst auf 50. Das war klasse, ne? Hier ist der Wegpunkt, den müssen wir auch mal setzen. Vielleicht können wir die Wegpunkte auch wieder wegnehmen, vielleicht ist das das Problem. Ja, schön mit der Güterwagen, kleinen Güterwagen, fällt das sieht klasse aus. Hier ist nur noch der Umschlagplatz von dieser Bahn hier. Weichen ein bisschen verbogen, aber es geht. Oh, das ist aber eine steile Abfahrt. Wir fahren jetzt mit 20 Sachen hier rein, schön vorsichtig. Ist hier schon jemand? Ach, die haben noch gar keine Buslinie hier für die Leute. Doch, da laufen schon welche. Guck mal, da laufen ein paar. Wir warten auf den Gegenzug, ne? Das wird noch dauern. Wir sind mit den anderen Gleisen, ja, das macht Spaß. Über Bestandsgleis ist etwas schwierig. Wenn man hier andockt, abreißt, andockt, ist immer sofort langsam. Fahrstelle. So, zwei Linien runter, Ausfahrt haben wir grün. Ja, das ist HP1. Freie Fahrt. Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, hier darf man da langsam noch fahren. Aber er hat so schnell wie ein Fahrplan angegeben. Hier ist noch irgendwas. Die Linie müssen wir gleich mal gucken. Wir sind bei Karlsruhe angekommen. Den stoppen wir mal kurz. Warum das so ist. Hier sind wir auf dem richtigen Gleis. Kommt an die Güterstrecke. Das ist unerlässlich, geht den Berg hoch und dann geht es gleich wieder runter. Das ist mal 70. Das soll eine gemütliche Strecke sein, vorwiegend und also eine Altbaustrecke. Jetzt dürfen wir schneller, jetzt können wir das gehen. Uneben die Strecke. Aber gut, das ist eine alte Strecke. Ich habe aber das Hochwasser hier vom Fluss. Ja, hier ist 105. Wahrscheinlich sieht man die doch kann. Keine Ahnung. Es fährt auch eine schöne Strecke, die in die Linie zu fahren. Die schöne TE, weißt du? Die hätte er auch aufstellen können. Und das Band weg. Ah, die sind gut unterwegs. Ich bin der Arbeit gelaufen. Freie Bahn. Bahn 120 führen. Für die Streckenabschnitte. Doch wunderbar. Ja, jetzt kommen wir nach Karlsruhe. Hier
Hier beginnt die Oberleitung. Und freie Fahrt. Wir wechseln hier, interessant. Wir wechseln hier schon. Danke. Alexa antwortet. Ich will mal kurz die Sachen hier im Bahnhof rein. Hier links ist der Güterbahn so runterbrennen auf 30. Das läuft irgendwie viel zu realistisch, oder? Ja. So, jetzt fahren wir hier den Karlsruhe Personenbahnhof ein. Bin elektrifiziert. Da war der. Oh, wir warten schon jemand. Guck mal, da war der schon was. Jetzt müssen wir uns kurz gleich mal anhalten. Und dann mal die Strecke mal kontrollieren, warum das so ist. Ne? Da ist er. Das ist doch schön. So, halten wir mal an. Was ist mit der Strecke los? So, mal gucken. Das Fenster brauchen wir nicht, wir brauchen das Fenster. Ja, aber das erstmal rauszufinden. Och, das geht. Guck mal, warum fahren wir nicht über dieses Gleis? Hier, ne? Wir setzen hier mal. Bö. Müssen wir unser anderer Wegpunkt, wo ist denn der? Wegpunkt? Das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Das ist er. Neumarkt St. Veit soll zu fahren da lang. Und wechselt hier hinten, jawohl. Warum fährst du hier immer noch nicht lang? Hier passt doch irgendwie was nicht, kann das sein? Ja, was? Ich werde diesen Wegpunkt hier nochmal wegnehmen. Wo ist er denn da? Wir fangen mal ganz vorne an. Wir fangen hier bei Schöning an, ne? In Schöning kommen wir raus. Warum klappt das nicht? Weil wir hier keinen Gleiswechsel drin haben. Okay. Das haben wir jetzt hier leider nicht so gefunden. Hier haben wir keinen Gleiswechsel drin. Welche Schwierigkeiten haben wir hier? 50. Also bauen wir jetzt einen Gleiswechsel mit 50 ein. Was hältst du davon? Das war von da. So rüberkommen. Und so. Kommen wir hier auch nochmal rein? Nein. Kommen wir nicht. Auch nicht rein, ja. Da ist nicht so groß. Kommen wir so nicht rein. Wenn ich zwei hier reinbauen, wär's doch mal. Können wir. Okay, das haben wir hier gemacht. Das heißt, hier haben wir jetzt Zweigleisigkeit, ne? Ja. Dann kommen wir. Hier sieht es auch gut aus. Rechtsverkehr. Hier kommen wir raus. Hier kommen wir auf das Gleis drauf. Das sieht auch gut aus. Ach, hier ist ein Gegenzug. Da, guck mal. Da ist er. So, du wirst gleich im Waggon mal mitfahren, sagst du, ja? Zum Abfüllen mit dem Waggon. Das ist schon witzig damit. Im Waggon meinst du? Im Waggon, genau. Warum fährt er denn da lang? Also manche Logik verstehe ich ja bei diesen Spielen, dass er auf einmal
irgendwo da lang fährt, wo man es gar nicht vermutet. Machen hier mal den Wegpunkt. Und nach Karlsruhe sollst du fahren da lang. Ja, sieht schon besser aus. Ja. So, dann schwenkt er hier rüber, sollst du aber nicht. Nach Neumarkt St. Veit. Sagt, das ist die Station und du musst den Wegpunkt mal da einfügen, wo du sie brauchst, weil sonst hast du ein Problem. Ist das dann nämlich nicht funktioniert. So. Und dann sollst du hier lang fahren. Da lang. Okay. Und dann schwenkt. Oh, passt. Jetzt passt es. Passt wie der Klappentopf. Genau. Speichern. Zur Sicherheit. Habe ich geratscht am Rasenkantenstein? Sieht aus, als wenn du da gepult hast. Nein, das war Rasen. So. Du wolltest ja unbedingt. Ja, mit dem Wagon mal rein. Oh, guck mal, 16 von 91. Es geht nicht bei jeder Lok. Weil das ist doch auch schön, wenn man so guckt. Wenn du mich ein Licht haben. Das könnte ich auch noch machen oder so. Du kannst dich aber nicht im Waggon nicht drehen. Willst du so mal mitfahren? Aber. Aber jetzt siehst du nicht viel, ne? Nee. Da sitzt einer. Bauarbeiter. Machen wir wieder so, würde ich sagen, ja, ne? So. Freie Fahrt. Da kommt unser Gegenzug. Bei drei Stationen, zwei Flüge ist es ganz gut. Doch, viel schöner. Ich glaube, haben wir schön gebaut. Auf jeden Fall. Müssen wir nur noch zum Schluss der Zeit nochmal eine Buslinie bauen. Wir können ja bis Neumarkt St. Veit fahren. Das hört sich österreichisch an. Da die Buslinie machen. Doch schnell. Ein bisschen dekorieren, dann fahren wir bitte noch mal. Der kann nur 113. Freie Fahrt hier ist noch nicht viel los. Wir werden irgendwann nochmal noch Güter zugefahren. Vielleicht können wir hier ein bisschen einebnen, wenn man die Bergkurve runterfährt. Wenn man Gleisbau achten, wenn man die Höhe hat. Man sich vor, also man will die Stadt gefällig bauen. Das geht auch von den 90. Dann will man darauf achten, dass wir die Gleise ebenerdig verlegen. So, einfach beim Zeit. Signale hier.
schöne 30 hier reinfahren, ganz realistisch. Ja, hier warten eine ganze Menge Leute, nicht gedacht. Steigen wir mal aus, gucken uns mal so vor sich hinzu. Und sowas auf Niederländisch machen oder Österreichisch. Ja, da kommen wir. Hier bei uns auch schon überall hier, guck mal. Alles größer jetzt. Da ist der Ausflugsdampfer. Jetzt machen wir hier die Busstellen, ne? Ja, auf jeden Fall, die müssen da noch hin, dass die Leute auch Chance haben, da zum Bahnhof zu kommen, wenn sie weiter weg wohnen, ne? Auf jeden Fall brauchen wir erstmal ein Busdepot, ne? So, was Altes hier vielleicht. Wo bauen wir das hin? So ein bisschen drehen vielleicht. Nach Kreuzung gleich, ja, aber. Ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mhm. Hier ist der Güterbahnhof. Ja. Dann müssen wir hier auch noch so eine Güterplattform auch noch mal hinbauen. Das wäre bestimmt garantiert zu weit weg sein, ne? Kleine Plattform mit zwei Laderampen. Kriegen wir die jetzt irgendwo hier hin? Ohne dass die uns die jetzt hier aus. Oh. Das ist aber doof. Kriegen wir es auch nicht hin? Kriegen wir keinen Güterbahnhof hin. Warum nicht? Es gibt doch Straßen mit Laderampen. Wo waren die denn? Innerorts, ne? Ja. Wo waren die denn? Large Bush Street. Unloading. Ne, wir brauchen ja zum Beladen brauchen wir, ne? Mhm. Mm, das ist jetzt auch doof. Ja gut, machen wir es anders. Zweiter Startanschluss, ja. Jetzt haben wir jetzt einen zweiten Startanschluss. Kann man ja machen. Das ist eine feine englische Art. Aber das geht ja, ne? Mhm. Dann bauen wir brauchen innerorts, ne? Ja. Na, nicht so viel. 6 Fahrbahnen brauchen wir nicht. Lasterstraße. Park das mit Flächen. Parkplätze. Radfahrstreifen. Mittlere Straße, die nehmen wir jetzt hier. Die bauen wir jetzt hier so schön lang. Ist da angeschlossen? Machen wir so, ne? Ja. Oder? Nach hier hinten rum kann man die Straße mal weiterführen. Ich weiß noch nicht, wo die da hingeht. So, wa? Ja. Vielleicht, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, die Zeit, die rennt. Dann baue ich hier wenigstens noch schnell nochmal das. Mit zwei Laderampen, das reicht. Ne? Mhm. Ist er jetzt eigentlich mit dem verbunden gewesen? Ja, ist er. Der Bahnhof nicht aufleuchtet. Jetzt hätten wir ein Problem. Wird er mir nicht erkannt. Schade.
hätte das Depot gerne auf einer Seite mit hingebaut. Na gut, das hätte man jetzt auch noch hingekriegt, aber jetzt machen wir so, ne? Ja, Bushaltestellen ist erstmal ganz wichtig. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal umbauen. Wir machen jetzt erstmal hier die Bushaltestelle. Genau, dass die Leute Chance haben, mit dem Bus zu fahren. Wir nehmen ja sowas Altes hier, oder? Mhm. Wollen wir die nehmen? Ja. Das heißt, hier ist der Bahnhof. Hier machen wir jetzt keinen großen, oder? Nee. Oder brauche ich hier so einen großen? Doch, machen wir, oder? Ja, musst du nicht alle gleich machen, hast du schon. Ja, das reicht. So, jetzt fährt der Bus. Es gibt ja auch kleine Bahnhöfe. Fährt er da lang, der Bus? Da lang? Da lang? Fährt er da lang? Ganz schön großen Einzugsbereich der Buslinie. Dann fährt er da nochmal lang. Wollen wir den Bus noch fahren lassen und heute kaufen oder beim nächsten Mal? Nochmal fahren lassen im Bus. Jetzt müssen wir erstmal die Linie machen. Wie ist der Ort? Neu St. Veit. Wir machen jetzt einfach Buslinie neu. Ja, Farbe können wir lassen, ne? Mhm. Dann sagen wir jetzt. Das ist Bus St. Veit, ne? Mhm. Das ist jetzt so richtig, das weiß ich nicht so. Dann fährt er von da nach da, 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 da und da und dann fährt er wieder zurück. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht, aber der Bus fährt ja eh immer. Ja. Auch in entgegengesetzte Richtung. Das stimmt. Ach, das Spiel läuft sogar noch weiter. Stimmt, hier kommt gerade wieder unser Zug hier rein. Gucken wir mal. Sieht das schön aus, ne? Mhm. Da warten Leute. Wir müssen jetzt noch ein bisschen einebnen nochmal. Kaufen uns die Busse, Straßenfahrzeuge, Passagier. Was haben wir denn so schönes am Bussen? Nehmen wir den Sisu mal, ne? Ja, da passt der in die Zahl. 1, 2, 3, 4. 4 Stück? Ja, reicht. Ja, reicht erstmal 4 Stück. Linie zuweisen. Bus. Sein Pipe. Und da kommen die raus. Und müssen gleich warten, wenn der Zug kommt. Also, das sieht klasse aus. Das war ich, wenn es nicht eingeht mit das hier, ne? Aber das geht jetzt noch. Na klar. Vielleicht mache ich das mal offline, dass ich ein bisschen ändere nochmal. Das ja, schöner ist. Guck ich doch mal im echten Leben um, da ist ja auch nicht alles Leben. Ja, aber die Gleise verlaufen möglichst waagerecht. Ja, das stimmt. Ich habe sogar hier Schlusslicht, das klasse. Ja, das macht der Bus im echten Leben natürlich nicht. Nee. Ich sage, diese Straße baue ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal um, dass wir den. Ja, da haben wir auf der anderen Seite noch mal haben. Muss ich mal gucken. Das war hier vielleicht so. Da fährt der Raddampfer. Ist doch ist ein schöner idyllischer Ort. Könnte man sich niederlassen. Schöne Nebenbahn. Ja, ich denke mal, wir können mit der V200 ja nochmal mitfahren. Da, da war sie ja. Steigen wir mal ein. Eine schöne Kameraperspektive. Kann man schon anzoomen? Aber da kann man noch so viel machen. So viel Zeit. Mhm. Da haben wir eine schöne Kameraeinstellung drin. Ah, ich weiß, jetzt klicke ich hier wieder durch. Das ist eine schöne Einstellung, denke ich mal. Ja, das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Und dir, Schoki? Ja auch. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht mal Sonntag früh, wenn nicht, nächsten Freitag auf jeden Fall wieder. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.